Hallihallo, Hallöchen, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest. An meiner Seite ist wieder der liebreizende Nico. Der liebreizende, tapfere Recke, Nico. Guten Tag. Ja, was heißt Recke? Du bist ja schon ein ziemlicher krasser Krieger. Oh ja, oh ja. Ja, es ist mal wieder wie anderthalb Monate her, dass wir gespielt haben. Nicht ganz, aber beinahe, ja. Ja, also falls wir jetzt mal wieder Anfängerfehler machen, bitte verzeiht es uns. Aber wir werden jetzt hier gleich mal wieder mega drauf loskloppen. Und ich habe schon wieder vergessen, was unsere Aufgaben waren. Das kann ich gleich nachschauen, einen Augenblick. Wir müssen nach Delphi reisen und das große Orakel befragen. Oh je, mein Bild laggt. Mit Alt. Genau, mit Alt konnte man sich die Sachen angucken. Genau. Nee. Du hattest auch gerade ganz kurz robotert. Oh je. Aber nur ganz, ganz kurz. Und Ja, ich kriege mein. hier gerade mega aufs Maul. Mein, ich habe schon wieder diesen langen Grafikfehler hier drin, weil ich wieder irgendwas umgestellt habe. Das ist, Ey, schön. Ach je. Ja, man muss dazu sagen, ich habe meinen PC neu aufsetzen müssen und aus diesem Grund habe ich das Spiel auch neu installieren müssen. Daher sind die Einstellungen irgendwie anders, wobei ich eigentlich dachte, dass ich die Einstellungen mit rüber kopiert habe. Aber irgendwie scheint es trotzdem nicht so richtig zu funktionieren. Aber ich mache eigentlich im Hintergrund nichts. Oh, wow, wow. Ein Gegner, der bleibt einfach stehen und dann fällt der tot um, hä? Ja, also ich habe hier Lags drin, das ist nicht so schön. Ich weiß Ja, aber. ich meine, wir können auch gerne noch mal kurz die Aufnahme pausieren und dann noch mal neu machen. Ja, wir gucken einfach mal. Wenn ich stehe, ist das alles kein Problem, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das an meinem Computer liegt oder an der Internetverbindung oder weiß ich nicht. Aber dann müsste es ja eigentlich bei dir auch laggen, weil ich bin ja der Hoster. Ja, bei mir leckt es nur manchmal, dass die Figuren einfach stehen bleiben und dann einfach tot umfallen. Ja, okay, dann könnte das sein, dass das das gleiche ist und dann irgendeine Internetverbindung nicht so ganz. Jetzt gerade ist okay. Ja. Okay. Dann wird es am Internet liegen und nicht an meinen Einstellungen. Oh nein, hier wieder die mega krassen Magier-Kacke. Ah, Hilfe, Hilfe, nein, lasst mich in Ruhe. Ich will nicht sterben. Warum nicht? Macht doch voll Spaß. Sterben ist uncool. Ach, Quatsch. Du bist doch hier Heilerin und so. Auf die Ja. Zombies! Ach, richtig, eiternde Zombies. Diese nette Bezeichnung. Sehr appetitlich. So, erstmal die ganzen Fähigkeiten, die ich habe, mal wieder Ja, einsetzen. ich bin auch wieder am gucken. Aber ich glaube, ich weiß zum Glück noch so grob, was ich hier so habe und was ich zur Verfügung habe und was ich machen kann und so. Auf jeden Fall, wenn wir die Monster hier fertig gemacht haben, sollten wir mal gucken, was unsere Aufgabe ist. Nach Delphi reisen. Ah, okay. Ja, nicht der Bogen. Nebenaufgaben haben wir aber auch noch eine, nämlich Schiffswrack-Neuigkeiten. Wir sollen in irgendeinem Wrack nach Kisten suchen, aber. Ah, ja. Ah, das mit dem Decken hier ist aber ärgerlich. Na, komm schon. Bam, bam, bam. Uff, die Fress. Ach, da kommen ja noch mehr Zombies. Wo kommen die denn jetzt her? Oh, ich sollte mal mich heilen. Ach was, warum denn? So. Ich bin nicht suizidgefährdet. Wäre auch blöd, wenn wir zwei hier auf dem Abenteuer sind und du willst sterben. Das wäre irgendwie. Ich glaube eher so das Gefühl, du willst Wieso? sterben. Mir geht's super. So, hier ist ein Gesundheitstrank. Nehme ich mal gerade mit. Nimm mit. Nein. Alter, ich will den Gesundheitstrank. Na komm schon. Ich glaube, Eva-Inventar. Ah ja. Was haben wir denn da? 10 Rüstung. Ne. Ach, wir haben ja jetzt diesen coolen Rucksack und mehr Platz, das ist ja cool. Schon Ja. wieder vergessen. Ich habe ein Update erfahren. Oh, dann nehme ich doch diesen Helm. Map war hier. Map. Wir sind eigentlich schon ziemlich weit gelaufen. Wir sind anscheinend mal zu so einem Ruinen gelaufen, zu so einem Tempel, aber anscheinend dann verreckt, so wie es ausschaut. Scheint so, ja.
Ich erinnere mich nicht mehr groß, also von daher. E-Journal. Ach, guck mal da. Hier, Party! Party-Alarm! Ich war wieder nicht eingeladen. Du bist einfach falsch abgebogen. Man hat mir die falsche Adresse genannt. So. Zeug. Da ist ein einfacher Gesundheitstrank. Nimm dir den mal. Mach ich. Ha. Sehr gut. Hab ihn. Sehr gut. So, was haben wir denn da? Was macht das denn? Frostschrein. Okay, machen wir jetzt Frostschaden oder wie? Ah! Was ist denn jetzt? Oh. Moment. 3, 2, 1. So, da bin ich aus dem Spiel gekickt worden. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich wegen irgendeinem Kackprogramm, das sich einfach mal wieder eingestellt hat. Aber ich habe ja nicht so viel verpasst, nur ein paar Sekunden. Ich bin auch eben beim Umstellen einer Einstellung eben kurz raus. Also von daher, ich glaube, aktuell ist es bei keinem unterbrechungsfrei. Okay, ah, hier mit dem können wir reden. Na! Dann kam ein Riesenzyklop. Moment. Ja, ich bin jetzt komplett aus dem Spiel geflogen. Okay, das heißt wohl, wir werden das Ganze mal kurz unterbrechen und wieder herrichten. So, Leute, da sind wir mal wieder zurück. Also echt, ich weiß ja nicht. Zweimal in einer Folge aus dem Spiel rausfliegen, das ist Rekord. Innerhalb von zwei, einer Minute, was auch immer. Das ist schon... Aber dafür laggt es jetzt nicht mehr. Also, naja, weniger. Ja. Man sollte es nicht heraufbeschwören. Oh, ich mag keine Spinnen. Ich habe da inzwischen auch ein größeres Problem mit irgendwie. Okay. Aber die hier sind okay. Also ganz ehrlich, das wird in der Aufnahme wird das so witzig sein, wenn wir erst begrüßen, Monsterplatt machen und so, ja, willkommen zurück, weißt du, so 5 Sekunden später, ja, hi, jetzt sind wir wieder da. Was? Voll komisch. So, erstmal mit dem Typen reden. Ja, mach du, viel Spaß. Okay, also wir kommen nicht nach Athen? Fragezeichen. Sie. Wir wollen aber eh nach Delphi, also von daher. Waren wir da nicht schon? In Delphi? Ja. Wir haben noch nicht mit dem großen Orakel geredet, nein, nicht, dass ich wüsste. Ich schau grad mal. Warte. Wie geht das nochmal? L. Ah, L. Nee, Megara, Sparta und Helos. Weil in Delphi waren wir noch nicht. Okay. Alles klar. Es stehen da zwei so komische Portale in der Landschaft rum. Alt. Was? Eloises? Was? Ach so. Wer hat sich denn die Namen ausgedacht? Vielleicht sind das ja echte griechische Namen. Dann hast du jetzt alle griechischen Mitbürger beleidigt. Oh ja, passiert. Kommt in den besten Familien vor. So, also, anscheinend scheint es jetzt nicht mehr zu lecken. Das ist super. Bei mir habe ich gerade irgendwie irgendwelche komischen Phänomene gehabt. Naja, was soll's. Phänomene? Ja, ich weiß nicht. Ich konnte gerade nicht angreifen oder sonst irgendwelche komischen Sachen. Ach, dann machen wir halt mal eine mit Handicap versehene Aufnahme. Was soll's. Mal wieder. Ja. Naja, gut, das Spiel ist jetzt auch schon wie alt? 8 Jahre? Kann sein. 7 Jahre. Ah, nein, nein, nein! Oh, Mädel, geh doch einfach weg, du! Oh, 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 ich kann mich noch nicht, hier, heil mal, hier, mach mal. Du Säufer. Mann. Meine Fresse, warum sind denn hier so viele? Jetzt sterbt einfach alle. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie ziemlich viel Damage mitgenommen, weil ich habe dann, nachdem du weg warst, auf einmal mindestens doppelt so viel Schaden bekommen wie vorher. Hey. Ja, hey, ich fand's aber sehr nett von dir, dass du das so gemacht hast. Ach, hier ist ein Hauptmann-Heini gewesen, deswegen. So, ich muss erstmal wieder ein paar Spinnen platt machen auf dem Weg. Ja, ich räume schon mal hier oben die Untoten weg. Na komm. Na, ganz toll. Zauberweber mit Spinne, ist ja eklig. So, ich muss jetzt erstmal gleich wieder ein bisschen... Hier ist nichts. Jetzt habe ich gerade irgendwen stöhnen gehört. Mein Gepäck ist voll, super.
Noch mehr kannst du wahrscheinlich komme ich jetzt hin und alles ist schon fertig. Hi. Ah. Hä? Wieso kommst du denn von da? Ich bin weggelaufen. Ah, okay. Deswegen habe ich dann hier unten geschnetzelt. Aha. Ich glaube, ich werde mich auch gleich nochmal zurück nach Megara begeben. Hier ist doch alles tot. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, die sind ja mir hinterhergelaufen. So, das Rest. Das Geld kannst du noch nehmen. Was habe ich denn da jetzt? Okay, lass das Geld liegen, dann nehme ich's. Mach das. Ich wollte gerade mal verkaufen gehen. Wo haben wir denn hier so einen Heini, der verkauft? Verkauft. Ach, richtig, hier die. Willkommen, willkommen. Schützende Perlen, Feuerwiderstand. Nö. Ich bin sicher, dass ich Schleifenring genau der Energie. Aha. Boah, ist das ein Faseler. Ja, den nehme ich. 39 Rüstung, der Helm, den behalte ich. Dann kann der weg. Was habe ich denn da für einen Helm? Für Stärke 103, 110 könnte ich lassen. Den lasse ich auch. Das kann weg. So, Map, wo müssen wir denn eigentlich hin? Irgendwo. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich sehe ja noch nicht mal hier irgendwo eine Markierung, wo wir hin müssen. Ja, dann behalte ich das auch mal. Das ist nice. Gladius der Vernichtung. Während du am Verkaufen bist, bin ich jetzt hier mal am Rumschlawenzeln. Ja, schlawenzel du mal. Meine Güte, habe ich viel Krams hier. Und die Hälfte davon kann ich noch nicht mal verkaufen, weil ich denke, dass das mir irgendwann noch nützlich sein wird. Nützlich? Nützlich, ja, nützlich. Kennst du das Wort noch nicht? Das ist eine Nico-Kreation. Ja, nee, in letzter Zeit stelle ich fest, ich kann nicht mehr wirklich reden. Das ist ziemlich merkwürdig. Du sprichst Nikosch. Nikosch, genau, Nikosch. Nikosch. Wo bist du denn hin? Ach, da unten, okay. Ich kann dich hier auf der Minikarte sehen. Das brauche ich also eigentlich gar nicht zu fragen. Ich mache nur gerade ein paar Spinnen platt. Eklige Spinnen. Tu dir da keinen Zwang an. Finde ich nämlich gut. Ja. So, ich weiß gar nicht, kommen wir hier... Ach ja, hier sind wieder Vögel. Oder ähnliches. Vettel. So. Wo gehen wir denn hier hin? Ach, nirgendwo, okay. Zu Vögeln. Du hast Vögeln gesagt. Bitte. Oh, tut Mann. Mir leid, das kam mir gerade so in den Kopf. Ja. Ich kann doch nichts dafür. Ich bin doch nur ein... Mann. Ja, ob ich mich so bezeichnen wollen würde, ist noch eine andere Geschichte, aber... Das biologisch, ja. In mancherlei Hinsicht. Eine Frau gefangen in dem Körper eines Mannes. Ja, nö, ich bin schon ganz zufrieden mit dem, was ich so hab. Aber so. Glücklicherweise nicht, das stelle ich mir nämlich nicht so lustig vor. Wenn man das wirklich ist. Ja. Glaube ich auch. Irgendwie. So, mehr Schnitzel. Schnitzel wo? Ja, hier überall. Müssen wir nur irgendwie noch mehr produzieren. Ja, Spinnschnitzel mag ich aber nicht. Ist eklig. Echt? Hast du das schon probiert? Nö. Würde ich mich nicht trauen, du. Ich würde es aus Prinzip noch nicht mal essen. So, Fackeln und Freunde. Halkion-Küste? Warum laufen die jetzt mit uns? Hey! Hey! Zwang! Ich red mit dir, spartanischer Soldat. Siehst du das? What the heck ist siehst das? Du das? Hilfe! Oh, Polyphem! Oh. Mädel, geht weg! Warum? Oh. Oh. Ich sehe, es ist Polyphem. Irgendwie... Au, Alter, wie viel Schaden haut der denn rein? Ich kann mich nicht bewegen. Kannst du dich auch nicht bewegen? Doch. Ich komme da irgendwie nicht... Ah, jetzt... Alter! Komm, schlag drauf! Komm, locken wir mal hier zu diesen komischen Typen, damit die mal draufschlagen können. Uah! Ja, der Typ hat noch mehr als die Hälfte und wenn der mich jetzt noch zweimal trifft, bin ich weg. Oh, die ersten Soldaten gerade mal mit einem Streich jeden erledigt. Das ist ja geil. So, mal den Wolf rufen. Au! Oh! Ah, geh weg! Wow! Autsch! Nicht auf mich! Warum nicht? Finde ich gut. Nee! Alter!
Wie viel Schaden der mit einmal reinhaut, ey. So, mal den Wolf wieder rufen. Also wir haben ihn dann schon auf ein Viertel runter. Ich glaube, der steht auf. Junge. Junge, Junge, Junge. Übertreib nicht. Alter. Nein. Was? Jetzt kommt von da unten noch so ein komisches Viech an. Nee, ne? Geht ja wohl gar nicht. Das ist nur so ein kleines. Jawoll. Hey, jawoll. Zyklopenkeule hast du jetzt aufgehoben, ne? Kann ich. Ich gehe an die königliche Truhe. Alter. Alter. Okay, ich find's verdient, aber ich nehme alles mit. Irgendwie hab ich davon kaum was abbekommen. Da liegt doch noch was. Mehr kann ich nicht tragen, oder doch? Toll! Mehr kann ich nicht tragen, deswegen kannst du es aufheben. Warte mal. Hier ist ein Stab, hier ist ein gepolsterter Beinwickel, der hat aber nur 20 Rüstungen. Stirnreif des Geistes. Armband der Erkenntnis. Jagdbogen der Geschicklichkeit. Irgendwelche Schilder, aber das kann ich alles. Ich finde besser die Zyklopenkeule als das, was ich habe, also von daher. Also ich kann gerade nichts davon gebrauchen, muss ich ehrlich zugeben. Kannst du mir mal was rüberwachsen lassen? Ja, hier, guck da, guck mal, da. Ich kann dir mal die Zyklopenkeule geben, vielleicht kannst du was mit der anfangen. Das kannst du auch haben. den Müll kann ich nicht brauchen, hier hast du. Nein. Nein. Was ist denn jetzt da? Nein. Nein. Ja. Ich glaube, dann werde ich ein bisschen in Stärke gehen mit dem nächsten Level, weil wenn ich die tragen könnte, wäre die tatsächlich besser als mein Speer, weil mein Speer ist sehr langsam und verursacht weniger Schaden und die Zyklopenkeule ist nur langsam und verursacht, ja, mehr Schaden. Aus dem Kälteschaden und 50% Schaden gegen Dämonen, das ist ganz gut. So, dann gehe ich jetzt mal nach Megara und verkauf erstmal. Tu das. Ich sammle dann ein bisschen Zeug ein und komme hinterher. Wo war denn jetzt der Händler? Ich hab's schon wieder voll verrafft. Ach, da. Nach unten, genau. Genau, da unten stehen sogar zwei Stück davon. Kannst du nicht tragen. Oh, für den brauche ich noch. Wie lange? Ach so, ich bin ja bald schon Level up. Dann kann ich den neuen Schild tragen. So, erstmal Money, Money, Money. Wie voll ist denn dein Erfahrungsbalken? Ich denke, dass zu vier Fünftel? Alter, ich bin gerade mal knapp über die Hälfte. den Bogen kann ich ja mal behalten. Ich habe hier noch einen Ring, vielleicht willst du den haben. Plus 23 Energie, plus 7% Energieregeneration. Ich behalte lieber meinen Bandring der Muskelkraft, der mir Stärke gibt und der andere bringt mir Verteidigungsqualität. Ich glaube, okay. Das ist ganz gut. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube. Glauben kannst du in der Kirche. Nee, ich hasse diesen Spruch. Einmal muss er kommen. Ja, okay. Es sei dir gegönnt. Ja, die Frage ist jetzt, sollen wir dann in die Höhle dann reingehen, wenn du da bist? Ja, ich bin unterwegs. Okay. So, ich heile mich mal. Ach ja, ich sollte vielleicht nicht zum Portal, wo ich gerade bin, mich hinporten lassen. Das ist aha. Ach, hier sind wieder irgendwelche komischen Goblins oder was das ist. Ach, das schnetzelt die schon wieder. Was? Ich bin doch gerade erst vor ein paar Sekunden reingegangen. Die sind auf mich zugerannt gekommen. Ja, genau. Ja. Ich bin ganz unschuldig. Genau. Ich sehe schon. Hä? Das ist meins. Scheiß Schild. Scheiß Ring. Der Helm ist eigentlich ganz gut, aber den habe ich schon. Ach, dann nehme ich es trotzdem mit, dann kann ich es nachher verkaufen. Wow, was für eine tolle Höhle hier. Wow. Ja, ich denke mal, das war das Zuhause von dem berühmten Polyphem und so viel Platz brauchte er ja nicht. Aber warum er dann da kleine Goblins drin hat, weiß ich nicht. Vielleicht wie süß er da tot rumliegt. Läuferin? Eieiei, Alter! Komm, ist gut. Oh, jetzt wollte ich gerade dich hauen, weil du so komisch geleuchtet hast. Dachte ich, du wärst eine von denen. Ja, nee, ist klar, ne? Hey, man sieht, ich unterscheide nicht an der Hautfarbe, weil die sind blau und du ganz anders. Und ich habe dich trotzdem mit ihnen verwechselt. Ah.
Und ich sterbe gleich. Alter, was war das? Voll geil, Magi und so. Mädel, hör auf, mich die ganze Zeit zu schlagen. Bitchfight.